sobald wir seine Lippenfernsehen haben möchten und Hümer es nicht hinbekommt, dass unsere Satellitenanlage richtig funktioniert, sind wir jetzt auf Wunsch von der Firma Hümer auf Weg nach zur Firma Ten Haft nach Keltern. Das ist in der Nähe von Pforzheim, also 200 Kilometer von uns zu Hause entfernt, oder etwas über 200 Kilometer. Und wir berichten morgen und hoffen, dass dann morgen die Satellitenanlage funktioniert. So, wir stehen hier bei der Firma Ten Haft bei Pforzheim, also in Keltern bei Pforzheim. Und es ist ein toller Stellplatz. Strom gibt es umsonst, Versorgung ist auch da. Allerdings ist man hier nur berechtigt zu stehen, wenn man ein Problem hat. Also legt euch ein SAT-Problem zu, dann dürft ihr auch da stehen. Ansonsten nur wir. So, und da ist die Stromsäule, die ist umsonst. Und deswegen waren wir heute Nacht auch am Strom gehangen und jetzt durch ihn abziehen. Wie jedes normale Ehepaar, also vermutlich auch wie ihr, haben auch wir uns unsere Aufgaben aufgeteilt. Ist etwas nicht so schön, berichte ich. Ist etwas schön, berichte die Ursi. Ist etwas nicht so toll, berichte ich. Ist etwas toll, berichte die Ursi. Und so möchte die Ursi euch gleich was berichten. Ja, guten Morgen zusammen. Nicht nur, dass wir hier ganz angenehm geschlafen haben, es war wirklich sehr ruhig hier. Heute Morgen kam sogar noch ein Mitarbeiter von Ten Haft vorbei und er hat uns leckere Brötchen hergebracht. Allerdings haben wir schon gefrühstückt, weil wir ja jetzt schon den Termin haben. Aber der Tag ist noch lang und die werden garantiert noch lecker sein. So, und jetzt geht's los mit Reklamationen. Ich sag nichts mehr. Nee. Einfach wundern. Ich würde auch nichts mehr sagen. Was soll's? Wir können eh nichts dran ändern. Und nach Bad Waldsee und da können die schimpfen und maulen, wie sie wollen. Die müssen das richtig machen. Und wenn sie bei der Reparatur mehr kaputt machen, als sie reparieren, da können wir auch nichts dafür, oder? Ein Problem behoben, zwei neue Probleme stehen an. Nicht ärgern, nur wundern. Mhm, genau. Wir waren ja jetzt bei Ten Haft, sind jetzt fertig und es hat sich herausgestellt, dass da einiges schief gelaufen ist. Wir hatten ja reklamiert, dass unsere SAT-Anlage nicht richtig funktioniert. Daraufhin waren wir ja dann bei unserem Hümmerhändler, der uns dann hier nach Ten Haft geschickt hat, weil er es selber nicht hinbekommen hat. Wie sich jetzt herausgestellt hat, wurden einige Fehler mal im Montieren gemacht, Kabel verwechselt, falsch angeschlossen und nur solche Kleinigkeiten mehr. Auf jeden Fall hat es ja nicht funktioniert, jetzt funktioniert es wieder richtig. Hoffen wir. Also das hoffen wir jetzt. Also bei Ten Haft, bei Pforzheim ist ja das, in Keltern oder wie heißt das? Keltern, da hat es auf jeden Fall mal funktioniert. Jetzt mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber wir haben ja zum Frühstück leckere Brötchen bekommen. Guck mal. Und das werden wir jetzt essen, da wir ja heute Morgen keine Zeit mehr hatten. Oder was heißt keine Zeit? Wir hatten schon gefrühstückt. Und das machen wir jetzt. Wir holen das jetzt nach. Also dann. Geht auf. Ansonsten stehen wir hier ganz idyllisch. Ja, und jetzt, nachdem wir ja 5 Stunden bei Ten Haft waren, und jetzt aber lecker die Brötchen gegessen haben, machen wir jetzt einen kleinen Spaziergang. Ja, muss auch mal sein. Irgendwann muss man auch die Ursel zufriedenstellen. Die Ursi.
Jetzt habe ich euch gezeigt, wie es ausgesehen hat, bevor wir zu den Haft gefahren sind. Und jetzt zeige ich, wie es jetzt aussieht. So sieht das Ganze heute aus. Astra 1, einwandfreies Bild. Also, insoweit war unser Besuch bei Ten Haft natürlich ein Erfolg. Ja, obwohl ein ganz großer Erfolg war es ja nicht, denn eine Reparatur löst gleich die nächste Reparatur wieder aus. Also, wir haben hier noch das Satellitenfernsehen, Antenne, Menü, automatische Suche, Deutschland. Bis jetzt war es ja so, bevor wir zu den Haft gefahren sind, wir waren gut und frei gestanden, hatten aber so gut wie nie, also ab und zu hat es komischerweise doch funktioniert, aber hatten so gut wie nie Satellitenempfang. Da konnten wir uns dann mit digitalen Fernsehen, mit der Antennenfernsehen behelfen. Jetzt funktioniert Satellitenfernsehen einmal frei, aber dafür haben wir keinen digitalen Empfang mehr. Kein Programm. Normal müssten wir jetzt da über 20 Programme haben. Aber haben wir eben schon wieder eine neue Reklamation, die wir vortragen können. Ja, wir haben auch schon eine neue Reparaturtermin, Termin? zwar Anfang April, gell? Ja. Und da es ja doch noch einige Mängel zu beheben sind, kommt dieser Mangel neu dazu. Und ja, das werden wir euch ja dann im Mängelvideo Nummer 2 Berichten. berichten, ja. Aber jetzt schaut mal, kein Signal. Ja, also, da machen wir ein Video Nummer 2. Ich möchte noch zum Den Haft was dazu sagen, denn dass wir zu Den Haft gefahren sind, das hat auch einen weiteren Sinn gehabt, denn diese Antenne, die wir verbauen haben lassen auf unserem Wohnmobil, ist eine Fission 5. Die ist erst im März, April 2017 herausgekommen, ist also gerade ein Jahr auf dem Markt. Noch nicht mal, oder? Ja, noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt. Und da musste einiges erneuert werden, weil im Laufe des Jahres einige Verbesserungen von den Haft durchgeführt wurden. Also wir können jedem nur empfehlen, der so eine Fission 5 schon auf seinem Wohnmobildach hat, dass er zu den Haft fährt und dass er die auf den aktuellen Stand während der Garantiezeit bringen lässt. Das Ganze ist kostenlos und ein guter Stellplatz steht auch zur Verfügung. Ja, das haben wir euch ja gezeigt. Brötchen gibt's auch. Und Brötchen gibt's, ja. Also könnt ihr euch einplanen dann, frische Brötchen, die sehr lecker waren. Und noch eins möchte ich dazu sagen. Wir haben auf unseres erstes Video auf den Teil 1 Neuwagenmängel beim Hümer Wohnmobil sehr, sehr viele, erstaunlich viele Aufrufe bekommen und auch sehr viele Kommentare. Wir wollen jetzt im Moment nicht auf die einzelnen Kommentare eingehen. Wir haben natürlich etwas dazu zu sagen, das ist ganz klar. Und wir werden das auch dazu sagen, aber jetzt nicht in dem Video. Das war nur ein kleiner Zwischenbericht von unserer Satellitenanlage. Wir waren also in der Nähe von Pforzheim und wir haben das dann gleich beim Schopf gepackt, die Gelegenheit, haben unsere Freunde in Stuttgart besucht und mit denen haben wir dann nochmal einen Ausflug nach Pforzheim gemacht, nämlich in den Grasometer. Und da bekommt ihr jetzt im Anschluss noch ein paar Eindrücke davon zu sehen. Ja, das war übrigens sehr interessant. Es hat uns sehr gut gefallen dort. Aber schaut's euch an. Genau, also. Und wir melden uns dann bei Gelegenheit wieder. Immer Geduld, wir sind im Moment auch sehr beschäftigt. Genau so. Stimmt's? Ja, so ist es leider. Ja. Also, viel Spaß noch bei den Eindrücken vom Gasometer. So, wir sind jetzt hier vom Gasometer. Ja, du musst auch sagen, wo? In Das sagt die Pforzheim. Ursel. Also wir stehen hier jetzt vor dem Gasometer in Pforzheim. Genau. Und da ist ja ein 360-Grad-Bild drin von dem Künstler Yadigar Azizi, der so 360-Grad-Panorama-Bilder macht. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen und dann nehmen wir euch mit dazu.
Genau. Machen wir. Und eben, wir sind und heute geführt werden wir heute von Sonja und von Günther. Ja, unsere Freunde, die uns den Vorschlag gemacht haben, dass wir uns das mal anschauen können. Und das wollen wir jetzt tun. Genau, das machen wir jetzt. So, los geht's schon mal mit der Kunst. Und wir bereiten uns auf das alte Rom vor, in dieser Säule. Und die Ursi, was hat die zu sagen noch? Ja, also da drin ist im 312 Jahre nach Christus nachgestellt. Das alte Rom, 312 Jahre nach Christus. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja. So. So. Und jetzt zeige ich euch mal von der Perspektive, wie die sich ändert, wenn man jetzt da auf dem Stuhl sitzt. Das alte Rom bei Nacht. Hört ihr die Grille zirpen? Nein, gute Nacht, Ursi. Gute Nacht. Gute Nacht, altes Rom. Es wechseln hier Tag und Nacht, wechselt sich hier ab. Es ist sehr interessant, oder? Jo. Ist wirklich lohnenswert zum Anschauen. Ja. Pforzheim. Die Goldstadt. Goldstadt Pforzheim mit dem Gasometer. Ja. Die zwei Knaben. Sehen super aus. Hübsche Römer. Wimmelbild für Erwachsene. Ja, das kann man wirklich sagen. Ja, schön. Ist toll, ist wirklich schön. Alles.
dieses Panorama beobachtet, desto mehr entdeckt man.